Hallo, ja, ihr seid ja schon da, verdammt, ja. Für den Dodge gibt's neue Bremsen. Bum, 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 bum. Ja, voll geil. Und natürlich gibt's dazu auch nochmal neue Bremsknoten. Ja, und ich habe mir gedacht, die bauen wir heute ein. Was denn? Ach, nix. Du machst das schon. Ah, scheiße, ja. Manche haben sich ja schon gefragt. Der Dodge ist ja weg. Den haben sie mir weggenommen. Ja, nicht wegen finanziellen Gründen, sondern aus, wie er mitbekommen hat, es ist ein Unfall passiert. Hier der Link. Könnt ihr anklicken und dann da mal gucken, was da so passiert ist. Oh Gott, der Dodge ist ja weg. Was machen wir denn heute? Genau, ich zeige euch das Auto, was ich jetzt als Ersatz bekommen habe. Ja, wirklich was richtig Geiles. Gehen wir hier so ein bisschen. Einen. Mercedes-Benz. Natürlich AMG. Also ich meine, das muss ja sein. Leistung ohne Ende. Nein, leider nicht. Leider nicht, keine Ahnung. Irgendwas mit 160 PS oder so. Nicht mal die Hälfte von meinem Diesel. Automatik. Sehr zäh. Sehr zäh. Ich weiß immer gar nicht, was die Deutschen von ihren deutschen Automatik getrieben haben. Also ich finde es ja schrecklich. Egal, darum geht es heute nicht. Was kann ich zu dem Auto erzählen? Ja, das ist mein schönes Leihauto, das ich ungefähr eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen habe, bis mein Dodge wieder da ist. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal so ein bisschen, was der Mercedes so kann oder hat. Also was mir sehr gut an der Mercedes finde, sind die mega kleinen Säulen überall. Also das Auto ist sehr übersichtlich. Hier schön klein, hier schön klein, hier schön klein. Und immer wenn hinter mir ein Auto steht oder wenn ich mich so einfädel in der Autobahn, habe ich immer das Gefühl, der steht schon in meinem Auto drin. Also das finde ich immer sehr gruselig, weil die Scheibe hinten so riesig ist und das alles so übersichtlich ist. Also das muss man wirklich loben, dafür, dass es ja ein Kombi ist und relativ groß ist. Finde ich das wirklich sehr übersichtlich, das Auto. Und das mit dem Stern vorne finde ich auch sehr gut, weil der Stern, da weiß ich, bis hierhin und dann ist bald Ende. Das finde ich gut. Wobei man im Fahrercockpit den Stern noch so hier so die obere Hälfte sieht. Finde ich eigentlich schade. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die Motorhaube so runtergeht. Aber so prinzipiell, es sieht nicht schlecht aus. Also, es ist okay. Also ich finde es in Ordnung. Für so ein Alltagsauto ist es wirklich okay. Was gefällt mir noch an dem Auto? Was ich richtig geil finde, ist das Tempomat. Also Tempomat hat ja jedes Auto inzwischen. Aber bei dem Tempomat ist was cool. Da kann man zum Beispiel in der 30er-Zone einstellen. Zum Beispiel 39 km/h. Und du kannst dann so aufs Gas latschen, wie du willst. Und der fährt nicht über 39 km/h. Das finde ich ganz cool. Das ist ja bei mir immer ziemlich schwierig. Der Dodge, den kann man erst ab 41 km/h das Tempomat reinmachen, weshalb das in der 30er-Zone eigentlich voll für den Arsch ist. Aber damit kannst du wirklich zum Beispiel 15 km/h einstellen, 20, 30, 36, was auch immer. Und du fährst nicht schneller. Das finde ich richtig cool. Das finde ich super. Haben sie gut gemacht. Sehr gut. Ja, was finde ich noch gut? Was finde ich noch gut? Der Verbrauch. Oh, wer verbraucht? Er braucht 2 Liter weniger als mein Dodge. keine Ahnung, woran das liegt. So sportlich fahre ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt so im Schnitt so bei 10 Litern. So 70% Autobahn, 30% Landstraße. Verstehe ich echt nicht. Keine Ahnung, geht wahrscheinlich sparsam, aber für meine Fahrweise sind es halt alle 10, 11 Liter. Jo, Diesel ist okay, ja, ist laut, stinkt, klingt scheiße. Da kommen wir eigentlich schon zu den negativen Sachen. Gibt es wirklich nichts Positives mehr an dem Auto? Wendig ist er wirklich, das ist wirklich gut. Ich denke, wir widmen uns mal ein bisschen so mit dem Innenraum. Der ist nämlich, schlicht, ich weiß nicht,
Stoffsitze. War ja mal eine Zeit lang echt modern gewesen. Also da hat man ja wirklich gesagt, oh, Stoffsitze ist das Nonplusultra. Vor allem bei den Amis. So wie Lursitze. Aber irgendwie, ich weiß nicht, sehr komfortabel finde ich ist das nicht. Klar liegt das ein bisschen an der Ausstattungsserie. Keine Ahnung, was man halt so für Kreuze gesetzt hat. Aber er hat Holz. Ich weiß nicht, ob das echtes Holz ist oder ob das unechtes Holz ist. Ich weiß nicht. Vom Klang her klingt so wie beim Cadillac. Beim Cadillac weiß ich, dass es echtes Holz ist. Also denke ich mal, ist das auch echtes Holz. Ja, und ja, ich weiß nicht. Richtig Leder ist es nicht. Das ist eher so Weichgummi irgendwie. Oder so, ich weiß nicht. Irgendwas Weiches ist da auf jeden Fall drunter. Hier ist Plastik. Ja, auch wieder so weiches Plastik, keine Ahnung. Plastik, gut, das ist bei mir auch aus Plastik. Ja, es ist okay. Schön ist hier die ganzen Chromelemente, ganz nett gemacht. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dadurch, dass die Säulen überall so schön klein sind, haben wir das Problem, dass sehr viel Sonne in den Innenraum kommt. Und so Metallimitate werden sehr, sehr, sehr warm. Und was mir heute sehr aufgefallen ist, obwohl ich alleine war, aufgeschrien habe, war der Knopf hier. Der war ja so heiß. Also ich habe hier so meinen Arm so schön chillig draufgelegt. Hat mein Fleisch geputzelt. So, ja. Es quietscht. Nur ganz bisschen quietscht. Das Auto hat 160.000 Kilometer rum. Und ja, es quietscht trotzdem schon. Auch hier, so hier. Es knarzt alles und es ist alles wappelig. Das ist halt ja, Mercedes, ne? Deutsche Wertarbeit. Ist schon nicht schlecht. Ja, das Lederlenkrad ist wirklich cool. Also auch hier schön mit einer schönen Naht. Also das ist wahrscheinlich das Hochwertigste an dem Auto. Also für mich jetzt persönlich. Und was ich wirklich überhaupt nicht verstehe, ist das da. Ich kann mir das ja mal einer erklären. Das ist ja ganz nett gemacht und so. Aber ich frage mich echt, wieso muss das hinter so einem Ding sein? Ist das aus dem Schutz, dass man sagt, ja, damit es keiner klauen kann? Oder dass die Leute draußen es nicht sehen, dass da was ist und das nicht geklaut wird? Ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, das hier ist ganz nett. Da kann man hier so hinterschieben und dann ploppt das wieder schön zu. Ja, naja, was auch geil ist, das hier. Ich würde sagen, da passt ein altes Nokia rein. Ja, man sieht auch hier, dass das Auto sehr gepflegt wird. So, genau. Was gibt's noch? Könnten wir uns mal den Motor anschauen? Ich mache jetzt mal die Kiste an. Da kommt der Diesel zum Klingen. Jetzt habe ich die Handbremse rausgemacht. Wo ist das denn? Hier unten irgendwo. Irgendwo da unten. Da ist es. Hier, schauen wir uns jetzt mal den Motor an. Den Motor. Ein Dieselmotor. Ja. Er schreit mich an. Ja. Boah, da kann man ja arbeiten mit. Das ist ja geil. Das finde ich cool. Aber die Snaps waren für große Menschen. Da kann man sich ja fast hier schon reinstellen. Das ist ja toll. So. Ja. Deutsche Laufruhe. Aha. Der ist gar nicht mal so klein. Hätte jetzt gar nicht gedacht. Beziehungsweise aus. Okay, was ich noch zeigen möchte, was ich natürlich die Motorhaube, das ist ja schon mega, ne? Was ich richtig cool finde, ist der Kofferraum. Der ist echt nicht schlecht. Also das finde ich natürlich saugeil, weil da so viel Platz ist. Das bin ich natürlich nicht gewohnt. Hef, hef, hef.
Geht wohl nicht. Muss zugeben, es ist das erste Mal, ne? Also da ist ja hier schon mega Platz hier drin. Das könnte ich bei meinen auch machen, aber da wird es dann schon eng, ne? Hm? Schon cool. Da kriegt man auch mal eine Waschmaschine rein. Ja, schön. Eigentlich ein gutes Auto, also so für den Alltag könnte ich mir sowas schon vorstellen. Das war vielleicht nicht unbedingt ein Kombi, aber so ein Mercedes. Ich fand ja Mercedes immer ganz nett. Es wird zwar schwierig, mich dann zu entscheiden, wenn ich sage, ja, fahre ich heute mit dem Dodge oder mit dem Mercedes. Da wird es echt schwierig, aber für den Alltag ist der, wär sowas gar nicht verkehrt. Nee. Ja, das ist momentan so der Status der Dinge. Der Dodge dauert noch ein bisschen. Die mussten jetzt erstmal die Reifen nachbestellen. Naja, genau. Und dann wird eine Achsvermessung gemacht und es gibt wohl auch irgendwie eine neue Felge und oh, das wird mal alles sehr interessant. Das könnte noch ein bisschen dauern. Da kann ich mich mit dem hier noch ein bisschen anfreunden. Vielleicht wird es ja doch noch eine ernstere Beziehung. Mal schauen. Ciao.